Ich hatte ja bei Katja Haders bestellt. Das Video habe ich euch hochgeladen, was ich da im Einzelnen bestellt habe. Und dann habe ich gleichzeitig gesagt, ich zeige euch mal, was ich so produziert habe damit und was ich gemacht habe. Und das Versprechen würde ich jetzt gerne einlösen. Also wen interessiert? Es ist nicht allzu viel, aber ein bisschen, was ist es? Und da ich gesagt habe, ich mache das mal, wollte ich das heute einlösen, das Versprechen. Die Anleitung selber, die habt ihr auf ihrem Kanal von Katja Haders. Ich zeige jetzt nur das, was ich halt hier selbst gemacht habe. Und das ist unter anderem dieser Anhänger. Das ist so in sich verknotet. Ja, in verschiedenen Farben, dann seht ihr das. Und das Ganze habe ich auf so einen Drahtring. Den habe ich, glaube ich, bei Teddy mal geholt. Den habe ich gemacht. Das war ziemlich fusselige Arbeit. Also da bin ich nicht selber gut mit zurechtgekommen. Sah so einfach aus, aber war es in Wirklichkeit nicht. Hier habe ich den in Schwarz. Und dann habe ich auch diverse Ringe gemacht. Zeige ich euch. Ups. Und zwar einmal so einen. Bin ich auch so ein bisschen mit der Zange da abgerutscht. So Anfängerfehler. Dann habe ich so einen gemacht. Und einen in Flieder. Das ist also, wie gesagt, alles eine Anleitung von ihren Videos. Und diese Armreifen, die fand ich genial. Die waren auch sehr schnell gemacht. Die sehen auch nach einigermaßen noch was aus. Die waren wirklich rucki-zucki fertig. Und zwar kann man die so biegen, wie man möchte. Ich mache das mal. Man legt sich die um den Arm und kann die also auch oben und unten anpassen und andrücken. Ich finde, das sieht sehr elegant aus. Also ich habe schon ein paar angehabt im Büro und bin da auch schon drauf angesprochen worden. Also das habe ich auf jeden Fall in diesen Farbtönen gemacht. In Schwarz mit Lila. Das ist hier auch dieser Draht, der zweifarbig ist. Und in Blau, der passt ganz gut für Jeans, wenn man so Jeans trägt. Ja, dann habe ich diese Kette, die ist ja, habe ich euch auch gezeigt, die kann man da so fertig bestellen. Hier diese Kette meine ich jetzt. Den Anhänger habe ich dann zurechtgebogen. Das war auch relativ einfach. Ich finde, der ist mir ganz gut gelungen mit so einem Anhänger. Und dann habe ich jede Menge, die haben bald süchtig gemacht, einige sind auch schon weg, so kleine Engelchen gemacht. Also die gingen wirklich gut von der Hand. Und ja, wie gesagt, einige habe ich schon verschenkt in verschiedenen Farben. Und da ich sowieso so viel Engelsflügel hatte noch, bin ich da irgendwie in Massenproduktion gegangen. Ich denke mir mal, ich werde mir da so ein schönes Kärtchen oder was ausdenken, was ich mit dem Plotter mache und dann halt die schön da drauf machen, nett einpacken und zu Weihnachten verschenken oder so als kleines zusätzliches Mitbringsel, weil Schutzengelchen kann man ja eigentlich immer gebrauchen. So. Ja, hier habe ich die Flügel vergessen. Okay, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich wollte es halt nur kurz zeigen, weil ich es auch gesagt habe, dass ich es mache.